In diesem Video erfährst du, wie du eine Audiospur hinzufügen kannst. Füge zunächst eine Audiodatei zu deiner Wiedergabeliste hinzu. Klicke nun mit deiner rechten Maustaste in einen freien Bereich deiner Zeitachse. Klicke anschließend auf Spurbearbeitung und dann auf Audiospur hinzufügen. Nun findest du in deiner Zeitachse unter den Videoclips eine zusätzliche Audiospur. Ziehe nun per Drag and Drop die Audiodatei in die eben generierte Audiospur an die gewünschte Stelle.